Hallo, bald ist es wieder soweit. Das verspreche ich Ihnen. Es wird Frühling und bald wird Sommer. Vieles ist abgesagt in dieser Zeit, aber das ist ganz sicher nicht abgesagt. Und wenn wir rausschauen, dann sehen wir es an allen Ecken und Enden und wir spüren auch die Stärke der Sonne und die Wärme. Im Sommer sitzt man dann auch gerne mal draußen, am besten unterm Sonnenschirm, wenn die Sonne allzu stark brennt. Und lässt es sich gut gehen. Aber man muss aufpassen unterm Sonnenschirm. Wenn man allzu lange drunter sitzt, dann wandert der Schatten. Und man muss sich neu orientieren und vielleicht auch umsetzen. Dieses Bild vom Schatten und vom Schirm nimmt auch ein Psalm auf, der Psalm 91. Da heißt es gleich am Anfang, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Schirm und Schatten sind im Alten Testament und in der Welt des Alten Testaments sehr wichtig. Wenn die Sonne brennt, braucht man Schatten und einen Schirm, damit man überhaupt mit guter Gesundheit durchs Leben kommt, dass man keinen Sonnenstich bekommt. Der Schatten und der Schirm, das kennen die Menschen im Alten Testament. Sie kennen das und sie wissen, wie wichtig das ist. Und in diesem Psalm wird auch gesagt, dass der Schatten und Schirm etwas ist, was Gott geben will. Und dieser Schatten und Schirm wird auch etwas deutlicher und etwas konkreter auch gefasst, indem gesagt wird, ja, also wenn Gott Schatten und Schirm ist, dann hängt das mit Errettung zusammen, mit Zuflucht, mit Trost, mit Schutz. In diesem Psalm übrigens, und das werden Sie auch gleich hören, spielt auch die Seuche, die Pest, eine Rolle. Da gibt es die Pest, die im Finsteren schleicht. Ich glaube, da ist der Psalm unserem Empfinden weitaus näher als manche biologische Erklärung. Klar wissen wir, dass im Grunde genommen Krankheiten durch Erreger übertragen werden, aber im Grunde ist es so, wir sehen das ja nicht und somit schleicht die Pest im Finstern. Und dann schlägt sie zu, aus heiterem Himmel. Und auch davor will Gott schützen, so sagt es der Psalm, wenn wir im Schatten und im Schutz und Schirm des Allmächtigen bleiben. Aber wie bleiben wir nun darin? Vier Antworten gibt der Psalm auf die Frage, wie bleiben wir unter diesem Schirm? Zuerst heißt es, auf Gott hoffen, seine Zuversicht auf ihn legen, also ihm vertrauen, ihn lieben und ihn anrufen. Die ersten beiden scheinen auf dem ersten Blick relativ einfach. Auf ihn hoffen und ihm vertrauen. Das können wir machen. Aber so einfach sie im Grunde genommen erscheinen, so schwierig, finde ich, sind sie doch. Denn mir geht es oft so, dass ich, wie beim Schirm im Sommer, einfach da sitze und bräsig vergesse, dass der Schatten vielleicht auch wandert. Da bleibe ich einfach sitzen, weil ich mit meinen Gedanken sonst wo bin, weil mir die Ängste und Sorgen meine Gedanken fangen, weil ich von vielerlei Weise abgelenkt bin und dann vergesse ich den Schatten. Und dann sitze ich in der Sonne. Und ich merke das meistens dann, wenn es heiß wird, wenn es im Leben richtig heiß wird, wenn plötzlich Ängste und Sorgen über meinem Kopf zusammenschlagen, dann merke ich, hey, wo ist denn der Schatten? Und dann muss ich wieder zurück, im Schatten bleiben. Heißt, dann wieder sich zu erinnern, ach ja, ich darf auf Gott hoffen und ihm vertrauen, meine Zuversicht auf ihn legen. Grundlegender sind die beiden letzten. Gott lieben und ihn anrufen. Im Grunde ist es dasselbe, lieben und anrufen. Denn beten, in dem Fall anrufen, bedeutet sich lieben lassen. Wenn ich Gott liebe, dann ist es eine Haltung, die ich habe, die äußert sich im Gebet, im Gespräch mit ihm. Und wenn ich das im Grunde in mein Leben hineinnehme, es im Grunde genommen in mein Leben integriere, dann wird das Hoffen und das Zuversicht auf Gott legen, also dieses Vertrauen, leichter, weil es etwas Grundlegendes in meinem Leben verankert, die Liebe zu Gott. Als Luther übersetzt hat, Gott anrufen, hatte er sicherlich nicht die Bedeutung, die wir heute auch bei Anrufen im Blick haben, hatte der noch nicht im Blick. Wenn ich anrufen will mit meinem Handy, brauche ich Netz.
Und Gott anrufen, da brauche ich auch Netz, Empfang. Und den habe ich in der Stille und im Herzen. Gott, auf Gott hoffen, seine Zuversicht auf ihn legen, ihn lieben, ihm vertrauen und ihn anrufen. Das sind Möglichkeiten, in seinen Schatten und in seinen Schirm zu kommen und dort zu bleiben. Ich möchte Sie einladen, jetzt diesen Psalm mitzubeten. Kantor Uwe Großer hat diesen Psalm eingesungen, und zwar in einer sehr alten Form. Eine Form, in der schon viele Christen über Jahrhunderte hinweg die Psalmen gesungen haben und gebetet haben. Vielleicht wirkt es etwas fremd und fern, aber ich möchte Sie ermutigen, ein Stück mitzugehen, diese Musik aufzunehmen, diesen Rhythmus, der sich stark an den Rhythmus des Atems orientiert. Und so diesen Psalm beten und sich im Psalm lieben lassen, damit Schatten und Schirm über ihnen bleibt. Ich fürchte kein Unheil, du bist ja bei mir. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn, du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist dir seine Treue. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahin fliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Fallen auch tausend zu deiner Seite, dir zur Rechten 10-mal 1000, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen, wirst zuschauen, wie den Frevelnden vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuflucht. Du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. Ich fürchte kein Unheil, du bist ja bei mir. Kein Unheil, kein Unglück naht deinem Zelt, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen. Ich fürchte kein Unheil, du bist ja bei mir. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Befreie ihn und bringe ihn zu Ehre. Ich sättige ihn mit langem Leben und
und lasse ihn schauen, mein Heil. Ich fürchte kein Unheil, du bist ja bei mir. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ich fürchte kein Unheil, du bist ja bei mir. Vor den Mächten der Finsternis fliehen wir in das Vertrauen, dass du alle Zeit bei uns bist, treuer Gott. Lass uns in deinem Schutz geborgen sein. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn.